Volker Varuna, hallo. Hallo, ich sollte anrufen. Ah, jo. Du, hast du noch offen? Ich bräuchte nämlich noch eine Palettengabel. Ich hab eigentlich nicht mehr offen. Ich lasse es irgendwie immer noch bilden. Ne? Ach so. Ja, heute mache ich noch eine Ausnahme. Morgen erdrücke ich es nicht mehr. Okay. Dann bin ich in so 5 bis 10 Minuten da. Ja. In eine normale Frontlader-Palettengabel. Ja. In John Deere Grün. Ja. Nur danke. Das? Nur das, ja. Okay. Bis dann, bis gleich. Ja, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Die Baustelle hier haben sie abgebaut, das ist gut. Den Blitzer haben sie wohl instand gesetzt. Was kommt denn da um die Ecke? Drescher, ey. Riesenteil. Ja, warte mal, ich ruf mal gerade den Neumann nochmal an. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ja. Schauen Sie nie aufs Handy, telefonieren Sie nicht beim Fahren. Da vergessen Sie das Lenken. Ich wollte gerade fragen, wie schaut es denn aus mit Ihrem Komposter? Hat sich da nochmal jemand gemeldet? Nein, hat sich keiner gemeldet bei mir. Okay, ich wäre nämlich jetzt gerade auf dem Weg zu Ihnen, wegen der, wegen dem, hier, Hackschnitzel, die erste Ladung. Okay. Ja. Das ist gut. Dann kommen Sie vorbei. Oder kommst du vorbei? Jo, bin auf dem Weg. Ich muss nur kurz eine Poltergabel noch beim Hans abholen. Gut, jo. Bis gleich. Bis gleich. Servus. Hallo? Hey. Hallo. Hi. Hast du die schon bestellt? Ja, die steht da vorne. Okay, dann nehme ich die mit. Was kriegst du noch? Und Steuer und so. Also es ist nur 1000 die Palettengabel. Ne, das sind 100 Steuern. Ich zahl die mal. Das ist ein Bibi gerade noch an den Rummeckern. Naja, ich mach lieber. Man weiß ja nie. Es wären vielleicht, glaube ich, 60 oder so. Keine Ahnung. Nee. 100. Ja, du könntest gar nicht überweisen. 100 Euro Steuer. Habe ich schon bezahlt. Weißt du, ich habe nicht bekommen, oder? Ja. Steuer habe ich bezahlt. Ja, kann sein. Habe ich schon nicht gesehen. An die Gemeinde. Gut, bin wieder weg. Tschüss. Ja, tschüss. Yeah.
fahren wir hier mal kurz zum LU. Dann werden den erst die ersten Hackschnitzel los. Einer hinter mir. Ich sehe gerade nichts. Da ist doch einer, oder? Da ist da einer hinter mir? Ich glaube, ich werde verfolgt. Ist da jemand? Hallo? Hallo? Ich soll hier Hackschnitzel herbringen. Ja. Ja. Bist du leicht überfordert oder was? Ja, gerade schon. Warum denn? Weil das nicht ins Lager geht, dann müssen wir direkt zur Produktion, glaube ich, fahren. Wie, was von der Produktion? Zu meiner... Ah doch, ich sehe gerade, es geht in mein Silo. Sicher? Wo soll ich es hinkippen? In das Hochsilo. Okay, ich fahr mal rüber, ich guck mal. Meine... Mineraldüngerproduktion. Ah, okay. Ja, machen wir gleich. Ist es sicher, dass es hier reingeht? Moment, vielleicht geht das auch in Wasser. Oder geht das überhaupt? Ich glaube, das geht hier nicht rein. Aber ich hätte eine Idee. Hast du einen Mitarbeiter? Ja, aber leider gerade nicht frei. Dann fahr mal vor, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Moment. Dann nehme ich mal meinen LKW. Varuna? Jo, bin da. Hat eben den falschen Gang drin. Wir müssen links. Nicht so schnell, ich kann nicht. Sondieren nur. Ach, dafür leistungsstark. Jo, geht halt nur 53. Jetzt müssen wir rechts. Hier haben sie auch einen Blitzer hingestellt. Ja, überall wurden Blitze hingestellt. Na, hoffentlich hört damit das Raser, die Raser. Fahr mal zu, ich. Hallo. Ja. Wäre dir fast hinten drauf gerauscht.
Ja, ich hab nur noch. Ich hab die Einfahrt. Hier rein, oder was? Ja. Maruna, wir müssen auch noch über Zurückzahlungen reden. Also vom Kredit. Und mit Kredit. Oh, wohin denn? Genau, gerade. Gerade. Versuch mal gerade aus. Nee, hier ist falsch. Moment. Vielleicht muss ich Ihnen auch einfach mal die Erlaubnis geben. Ach so. Dann drücke ich ihn da nochmal kurz hoch. Jo. Mach mal ein bisschen Licht. So dunkel hier bei dir. Ich habe mich festgefahren. Ups. Da geht nichts rein. Dann ist das bei mir. Wie bei dir. Wo ich gerade bin. Nee. Weiß ich nicht, wo das Zeug reingehört. Anscheinend ja nicht. Ja. Und ich habe mich festgefahren. Ja, ist auch ein Hit. Warte, ich kann mal von vorne schieben. Ah, weißt du was? Ich habe letztens schon mal so ein Silo gehabt. Ich weiß, wo es, so eine Anlage gehabt. Ich weiß, wo es reingehört. Oh, muss mal den Boden ausbessern lassen. Oh. Noch weicher Beton. Danke. Ein. So, fahr mal links. Ja. Kannst aber froh sein, dass ich das weiß. Ja, ich habe die gerade neu gekauft, deswegen. Ja, oh, hier gehört's nämlich rein. Ach da. Geht was raus? Nee. Noch nicht. Ja, warte mal. Habe ich Zugang? Ja, sie sind. Du bist an der falschen Produktion. Ah, jetzt geht's. Das ist einfach sowas nicht hier. Das ist nicht hier links die Flüssigdüngerproduktion? Jo, Hackschnitzen müssen trotzdem hier hin. Ach so. Ja, ich habe es neu gekauft. Ich habe keinen Plan hiervon. Oh, habe ich gemerkt. Gut, fahren wir dann noch kurz zum Komposter oder was machen wir? Eigentlich ja, bin ich eher ein bisschen müde. Nimmst du mich dann mit? Ja. Fahren wir nur kurz zu dir, ich stelle den Traktor ab. Machen wir so.
Ich muss mal gerade den Sunny anrufen. Ne? Ja. Hallo, Sunny? Ja. Oh, wie schaut's denn aus bei dir? Also ich habe jetzt die Bäume zum... Zwei habe ich schon komplett klein gesägt auf dem Haufen. Den dritten bin ich gerade dabei. Und bei dem anderen, da brauchen wir die Poltergabe. Den müssen wir mal ein Stück zurechtziehen. Okay. Jo, ich muss jetzt noch kurz mit dem Neumann zum Komposter. Mit dem LU-Chef. Der will den kaufen. Oder warte mal, wieso muss ich ja nicht dahin? Der ist doch selber im... Eigentlich kann er das auch selber machen. Ich frag den gleich mal. Und dann würde ich kurz zum Hof fahren. Die Poltergabel holen. Ja, die werden wir definitiv brauchen. Ja, okay. Gut. Bis später dann erstmal. Bis später. Ich hab dir ein Zelt hinten in den Wald gestellt. Da habe ich letzte Nacht auch drin geschlafen. Falls du müde wirst. Ja. Gut. Danke für die Info. Jo, bis gleich. Bis gleich. Oder morgen, je nachdem. Ciao. Ciao. Wo soll ich denn hin? Beziehungsweise, warte mal. Steig, komm mal raus da. Wieso soll ich eigentlich mit dir da hinfahren? Können das auch hier machen. Ja, du kannst es ja selber. Hast du schon angeschaut? Ich hab's mir schon angeschaut, ja. Jo, dann ist da eigentlich alles klar. Dann weist der 20% an die Gemeinde. Weil mein Telefon klingelt. Hallo? Hallo, hier ist der Richter. Ja? Wir haben hier jetzt mehrere Mengen Benzin und so rausgepumpt. Sind dabei noch dran. Wissen Sie zufällig, wohin wir das fahren sollen? Benzin? Ja, wir haben hier schon einen großen 40-Tonner. Da fragt mal bitte den RaceX, der hat eine Dieselproduktion. Ja, aber der hat nichts, um das ja alles rausgepumpt, Öl und Benzin gemischt. Ja. Ja, denn ordentlich entsorgen. Ja, aber wohin? Ja, der Bauhof muss sowas entsorgen. Der muss das irgendwo... Sondermüll. Bauhof ist dafür zuständig. Ja, dann werde ich dann nochmal telefonisch anrufen. Der soll sich nicht so anstellen. Also soll ich sagen, verantwortlich. Ansonsten soll sich der Herr, wenn das nicht so ist, soll sich der RaceX an die Gemeinde wenden. Ja. Ja. So. Warte, ich mach mal meinen LKW aus.